Guten Morgen. Heute ein sehr, sehr interessantes Video. Nicht, dass die anderen Videos nicht interessant wären, aber dieses Video ist besonders interessant. Das kann ich sagen, weil ich selber diese zugrunde liegenden Informationen für mich entdeckt habe und mein Leben sich dadurch auf jeden Fall, gerade was das Einkaufen angeht, massiv verändern wird. Und zwar geht es darum, dass gewisse Lebensmittel, wenn man diese in Bioqualität kauft, überhaupt oder sehr wenig Unterschied haben, was die Pestizidbelastung angeht, zu den konventionell angebauten Lebensmitteln. Weil die Frucht, das Gemüse oder das Obst, was man verzehrt, dieses gar nicht so aufnimmt oder dass die Pestizide in der Pflanze verbleiben oder die Pflanze an sich sehr resistent ist, weil sie nicht so überzüchtet ist. Und ja, es ist überhaupt nicht notwendig, den Biopreis zu bezahlen. Wenn man das natürlich trotzdem macht, um einfach ein Statement zu setzen und noch die notwendigen finanziellen Mittel hat, wunderbar. Aber einige von uns, und ich weiß das immer auch in Kommentaren und auch aus den Zuschriften, die ich erhalte, die müssen schon schauen mit ihrem Geld und wollen auch schauen mit ihrem Geld, weil sie das ja auch erarbeiten müssen, wie sie das einsetzen. Und dann gibt es Lebensmittel, da sollte man unbedingt auf Bioqualität achten, weil sie extrem belastet sind mit Pestiziden oder mit Schwermetallen, mit allem möglichen Scheiß, den man nicht haben möchte. Und ja, und da gibt es ja über die Jahre hinweg viele Untersuchungen und ich habe mittlerweile aus zwei Büchern, die jeweils ihrerseits auch recherchiert haben, die Quellen verlinke ich euch wieder unten, dass ihr wisst, woher ich das genau habe, sozusagen eine, ja, die Quintessenz dieser beiden Bücher geschaffen und wo ihr auch anhand von Studien und von Belegen das, was ich heute sage, auch verifizieren könnt. So, da gibt es nämlich Lebensmittel, also ich sage euch erstmal die Lebensmittel, die ihr unbedingt in Bioqualität kaufen solltet. Einiges davon hat mich richtig geärgert, weil ich sie bisher nicht in Bioqualität gekauft habe und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht in Bioqualität kaufen werde, weil ich es mir einfach nicht leisten kann. Wahrscheinlich werde ich darauf verzichten oder ich, naja, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich die Situation in der Hand habe. Aber um mich geht es heute nicht. Ihr sollt die Informationen haben, welche Lebensmittel ganz, ganz wichtig sind, in Bioqualität zu kaufen und bei welchen es ist eigentlich egal ist. Also fangen wir an. Erstmal, wollt ihr die guten oder die schlechten Nachrichten zuerst hören? Wollt ihr vielleicht die guten, wo ihr sagen könnt, hey, die kann ich bedenkenlos auch preiswert kaufen und die sind nicht pestizidbelastet oder sehr, sehr wenig? Oder wollt ihr erst die schlechten Nachrichten? Ja, das ist das Problem beim YouTube-Video. Ihr könnt ja nicht sofort interagieren. Ich mache es mal so, ich nenne wirklich zuerst die, wo ihr auf unbedingt drauf achten solltet und wo ihr, wenn ihr nicht Bioqualität kauft, ja, jetzt vielleicht ein schlechtes Gefühl habt, aber dann erinnert euch, schaut das Video bis zu Ende, dann kommen noch die guten Sachen, wo ihr wisst, okay, da brauche ich nicht auf Bioqualität zu achten. Das macht eh keinen großen Unterschied. Also fangen wir mit den Dingen an, die wahrscheinlich etwas wehtun. Das erste tut ganz besonders weh, weil da gibt es einen großen Unterschied zwischen Biopreis und konventionellem Preis und ich habe es bisher nur in konventioneller Qualität gekauft und werde es mir wahrscheinlich einfach gar nicht mehr leisten können oder ja, dann ganz zu speziellen Anlässen mal wieder kaufen können. Und zwar was die Paprika. Die Paprika wird zum Einfärben. Warum? Einfärben. Zum Einfärben mit Ethylfon behandelt. Sehr, sehr häufig. Und das wirkt im Körper wie Nervengift. Und das ist halt in fast jeder Paprika, die so behandelt ist, immer noch auch ja, nachweisbar. Und der Körper muss sich damit auseinandersetzen. Ja, der Körper hat Möglichkeiten, das zu neutralisieren, aber es kostet Energie und wer weiß, ob es wirklich schafft. Und es ist nicht lückenlos, die biochemischen Reaktionen sind nicht lückenlos nachvollziehbar, ob da vielleicht doch irgendwas im Körper landet. Und naja, also Paprika nur in Bioqualität. Dann Weintrauben. Weintrauben, die gibt es manchmal im Angebot für 49 Cent Kilo. Das ist Wahnsinn. Da kann man richtig Berge von Weintrauben essen. Geil und süß. Ja, nun wahrscheinlich nicht mehr. Denn die Trauben, das ist das Produkt des Obst und Gemüse, was die wo die meisten Pestizide eingesetzt werden und entsprechend auch die meisten Rückstände sind. Nicht weil von einem Pestizid so viel sind, sondern weil die einfach total mit Pestiziden überhäuft werden, die konventionell angebauten Trauben. Das heißt auch bei Trauben. Ja, Bioqualität. Weiter. Und jetzt kommt der absolute Hammer für mich.
Schuld ist das Bundesamt für Verbraucherschutz, was das bei diesem Gemüse festgestellt hat. So, Zeit für eine Schweigeminute. Ach, das ist ja YouTube, ihr habt ja nicht so eine große Aufmerksamkeitsspanne. Egal. Grünkohl. Grünkohl, mein absolutes Lieblingsgemüse, gehört zu den am stärksten belastetsten, von Pestiziden belastetsten Gemüsesorten, wenn sie denn nicht in Bioqualität gekauft werden. Und ich bin froh, wenn ich mal 2-3 Wochen im Jahr frischen Grünkohl irgendwo sehe, bei Kaufland, Aldi oder whatever. Und der ist natürlich nicht in Bioqualität. Und ja, ich weiß nicht, was ich tue. Aber ja, die Information. Dann ist nicht ganz so dramatisch. Kirschen, da, die haben am häufigsten eine Grenzwertüberschreitung von den Pestiziden. Ja, aber die Kirschen esse ich meist sowieso von Baum aus dem Garten und wird nicht gespritzt. Kaufe ich nicht, weil sie mir einfach so zu teuer sind. Aber Kirschen zählen halt auch dazu, die man in Bioqualität kaufen sollte. Dann wird es wieder ein bisschen dramatisch. Äpfel und Birnen. Gerade bei Birnen gibt es am häufigsten Rückrufaktionen, weil sie einfach zu sehr belastet sind. Das ist ja nachweisbar, wann es zurückgerufen werden muss und dann vernichtet wird. Und insbesondere die türkischen Birnen sind die am häufigsten belastendsten. Bei Türkisch, da erinnere ich mich an Feigen. Und die türkischen Feigen sind auch der häufigsten mit Aflatoxin belastendsten Feigen halt und werden auch oft zurückgerufen. Das heißt, Türkei scheint jetzt nicht so das geile Land zu sein, wo, wenn das Obst daherkommt. Zumindest mein Eindruck. Also Birnen. Ja, und bei Äpfeln ist die Problematik, die wären eigentlich gar, die sind eigentlich schon resistent, aber der Konsument, der möchte, dass sie glänzen und der möchte, dass sie knackig sind und dass sie, also der hat gewisse Ansprüche an Optik und an Anfassen. Und der Apfel, der Boskop zum Beispiel, der schmeckt total gut, wenn er so verschrumpelt und alt und eingelagert ist, schmeckt er am geilsten. Den kauft aber keiner in dieser Konstitution. Und ja, von daher ja, sind die Äpfel halt auch hoch belastet. Dann geht's weiter. Kopfsalat, unbedingt in Bioqualität. Ja, da sehr, sehr häufig viel Chemie eingesetzt wird bei Kopfsalat. Dann kommen die Gurken. Die Gurken. Naja gut, das ist eine der wenigen Sachen, die ich sowieso in Bioqualität kaufe, weil sie mir einfach da besser schmecken. Aber Gurken, ganz wichtig. Und bei Gurken ist insbesondere der Stängel, der Ansatz am Stängel, dort wo die Pestizide sich anlagern, bei konventionellen Gurken. Das heißt, wenn ihr konventionelle Gurken kauft, schneidet großflächig den Stiel ab. Ich habe den immer mitgegessen, weil ich das Lebensmittel komplett verwerten möchte. Aber genau dort sind die meisten Pestizide und ja, ist zwar schade, aber dann zack abschneiden und da habt ihr zumindest so ein bisschen was getan, so antipestizidtechnisch. Ja, und dann kommen wir zu den Erdbeeren. Auch diese sollten biologisch gekauft werden, weil Erdbeeren mit zu den Obstsorten gehören, die am überzüchtetsten sind, die überhaupt nicht mehr resistent sind und dadurch wird viel Chemie eingesetzt. Ja, und dann kommen wir noch zum letzten und das ist der Spinat. Düngemittel, Nitrat, sagt mittlerweile allen was, wird umgewandelt zu Nitrit, ist krebserregend und ja, ein Problem, was halt existiert und deshalb Spinat nur in Bioqualität. Wow, das war echt viel und die Sachen solltet ihr echt in Bioqualität kaufen oder vielleicht darauf verzichten oder dann halt eben sagen, okay, mein Körper ist strong like a lion und trotzdem weiter essen. So wie ich das wahrscheinlich machen werde bei dem einen oder anderen, vor allem beim Grünkohl wahrscheinlich. Ja, und nun kommen aber die Sachen, die könnt ihr bedenkenlos in nicht Bioqualität kaufen. Zumindest nach aktuellem Stand, was ich so rausgefunden habe durch die 2 Bücher und im Internet ein bisschen recherchiert, ja, wo ihr sagen könnt, okay, brauche ich keine Bioqualität. Und das Schönste davon ist gleich am Anfang Tomaten. Tomaten macht fast keinen Unterschied, ob ihr Bio oder nicht Bio kauft. Also laut den Büchern macht es sogar gar keinen Unterschied, aber naja, klar, Bioqualität, keine Ahnung, ich gebe das einfach mal so weiter. Also Tomaten, da könnt ihr die preiswerten Tomaten nehmen und dann müsst ihr nicht die Bio-Tomaten nehmen. Weiterhin Erbsen, gut, habe ich nie in Bioqualität ehrlich gesagt gesehen, bin froh, wenn die überhaupt mal die Erbsen haben. Weiter Weißkohl, ja, guter deutscher Weißkohl, komplett problemlos in nicht Bioqualität. Und auch sehr schön, Brokkoli, ganz einfach konventionell kaufen und bedenkenlos essen. Süßkartoffeln, auch wunderbar. Zwiebeln, sehr schön, weil Zwiebeln gehört zu den Grundbausteinen meiner Ernährung. In jeden Salat kommt bei mir Zwiebel rein, vor allem rote Zwiebeln, weil ich hoffe, ihr habt mein Video schon gesehen, warum ihr rote Zwiebeln eher essen solltet als weiße Zwiebeln. Ganz, ganz wichtig für die Gesundheit. Wenn nicht, verlinke ich euch das Video hier oben, wenn ich dran denke.
Dann Mais. Das wundert, ne? Mais wird eigentlich, also wenn ich Mais, dann denke ich, da wird total, das hochgezüchtet, wird viel gespritzt, aber scheinbar kommt es überhaupt nicht in die Frucht dran. Und von daher wunderbar, Mais bedenkenlos zu genießen, auch in Nicht-Bio-Qualität. Avocado gut, wer isst schon Avocado? So was Ekliges, Fettiges, das will sowieso keiner. Okay, und dann Ananas, Mango und jetzt kommt was richtig Geiles: Kiwi. Ich esse Kiwi am liebsten mit Schale und da wurde mir immer gesagt, pass auf, nur in Bioqualität und ja, sonst kannst du die Schale nicht mitessen. Aber dadurch, dass auch die Schale sehr, sehr unbelastet ist von der Kiwi, selbst wenn es gespritzt wurde, die Pflanze, kann man auch konventionell behandelte Kiwi mit Schale essen. Wunderbar. Und dann noch Wassermelone und Grapefruit. Auch da muss man, also Pamplemousse, da muss man nicht auf Bioqualität achten. Wunderbar. Und ja, damit entlasse ich euch mit einem guten Gefühl und hoffe, ihr habt euch da ein bisschen informiert, fühlt euch jetzt ein bisschen informierter. Wie gesagt, Quellen unten ja, verlinkt, weil ohne Quellen bringt jede Information nichts. Jeder kann irgendwas sagen. Ich kann sagen, boah, ihr solltet unbedingt das und das essen oder das nicht essen. Das ist alles nur bla bla. Achtet bei jedem Video, bei jedem Buch, was ihr lest, darauf, dass die Quellenangabe da ist, dass man weiß, woher kommen diese Informationen. Sind sie wissenschaftlich fundiert oder ist es einfach nur, um Klicks zu generieren? Ne? Also von daher, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Christian.